Alexander Ulrich. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mal wieder eine Stunde oder eine halbe Stunde hier im Bundestag, die man sich eigentlich schenken könnte. Denn da wird eine gute Idee der Europäischen Union mal wieder von der AfD missbraucht für einen Generalangriff auf die Europäische Union. Das hat auch die heutige Rede wieder deutlich gezeigt, wenn man auch das wieder als Beispiel nimmt, warum es gut ist, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austritt. Wenn Sie doch konsequent wären, dann sollten doch diese Woche auch die AfD-Abgeordneten im Europaparlament mit den Briten rausgehen, wenn sie so gegen das Europäische Parlament sind, gegen die Europäische Union. Und irgendwann ist ja auch mal, die Schonfrist auch für die AfD vorbei. Und wenn man mal 2 Jahre im Bundestag ist und wie Sie, Frau Miaska, auch 2 Jahre im Europaausschuss ist, müsste man langsam wissen, wie das mit der Solidarität ist. Was man da machen kann, wie man es machen muss, die Vorredner sind darauf eingegangen. Lernen Sie endlich Parlamentarismus und machen Sie hier keine blöden Reden über die Europäische Union. Das wäre besser, wie das, was Sie heute hier angestellt haben. Und wenn wir dann aber schon mal über das Thema reden, dann sollten wir nicht nur juristisch das Thema aufgreifen, wie das jetzt meine Vorredner gemacht haben. Lasst uns doch mal darüber reden, um was es hier geht. Ich finde, es ist eine gute Idee, dass von der Europäischen Union der Vorschlag kommt, dass man Whistleblower schützen soll. Denn wir brauchen Schutz solcher Leute. Ich möchte mal 2 Beispiele nennen, die vielleicht vielen von Ihnen bekannt sind. Und deshalb glaube ich auch, dass bei der nationalen Umsetzung dieser Richtlinie noch einiges getan werden muss. Ich will mal das Beispiel nehmen von Erwin Bixler. Kennt den jemand noch? Der auf Fälschungen in der Arbeitslosenstatistik vom Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland aufmerksam gemacht hat. Die Arbeitgeber haben mit einer Denunzierungskampagne und Mobbing den aufrechten Beamten in Krankheit und Frührente getrieben. So etwas sollte in Zukunft nicht mehr passieren. Oder der zweite Fall. Der Apotheker Martin Porwoll findet heraus, dass in seiner Apotheke gepanschte Krebsmedikamente verkauft werden und geht an die Öffentlichkeit. Sein Chef entließ ihn fristlos. Diese Menschen sind keine Verräter, wie sie vielleicht die AfD gerne bezeichnet, sondern sind Helden des Alltags, und solche Helden müssen geschützt werden. Deswegen geht auch die Richtlinie der EU in die richtige Richtung. Demokratien benötigen dringend einen rechtlichen Schutz für Whistleblower, auch über nationale Grenzen hinweg. Aber ich sage auch, die Bundesregierung sollte jetzt endlich mal tätig werden. Denn was in Deutschland fehlt, ist ja gerade ein Whistleblower-Schutzgesetz, wie wir es als Linke schon seit Jahren fordern. Und deshalb ist die Bundesregierung aufgefordert, endlich diese Richtlinie als Anlass zu nehmen für eine nationale Umsetzung. Und da geht es nicht nur um EU-Recht, sondern geht es auch um Verstöße in Unternehmen, im Privatleben, auch was der deutsche Staat macht, was deutsche Behörden machen. Denn das, was bei VW passiert und anderen Firmen, zum Beispiel mit dem Dieselskandal, wäre vielleicht aufgedeckt worden, wenn die Menschen nicht unbedingt Angst hätten, dass sie dafür fristlos gekündigt werden. Wir brauchen endlich einen Schutz für Whistleblower in Deutschland. Und deshalb glaube ich, ist auch ganz gut, wenn wir daran erinnern, dass es Whistleblower gibt, die verfolgt sind, die in Russland oder woanders sich verstecken müssen. Solche Whistleblower sind Helden des Alltags und sollten auch durch den Deutschen Bundestag geschützt werden. Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. Ich merke, kaum füllt sich der Saal, wird der Geräuschpegel doch deutlich wahrnehmbarer. Ich bitte vielleicht auch die Kollegin Künast, Gespräche zu unterlassen, damit den Rednerinnen und Rednern zugehört werden kann. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Manuela Rottmann, Bündnis 90.